alleine, dass hinter der Bauartbezeichnung des Motors, nämlich dem V, eine zweistellige Zahl steht, ist irgendwie schon was Besonderes. Damit willkommen hier bei Asphalt Art. Und bevor es jetzt losgeht mit dem R8 V10 Performance Spider, vielleicht eins noch vorneweg. In dem Video soll es nicht so ganz so stark um Zahlen, Daten, Fakten gehen, sondern wir wollen einfach zum Abschied dieses wunderbaren Motors noch mal ein bisschen das Auto genießen. Wenn ihr mehr Daten und Fakten wissen wollt, es gibt hier auf dem Asphalt Art YouTube Kanal auch schon ein Video zum Audi R8 V10 Performance Coupé. Das findet ihr hier oben. Könnt ihr euch gerne angucken, nachdem ihr gemeinsam mit mir dieses V10-Orchester ohne Dach genossen habt. Apropos V10-Orchester, so ein paar Fakten müssen dann doch sein. Hinterm Fahrer- und Beifahrersitz, da treibt ein 5,2 Liter V10-Sauger sein Unwesen. Daraus sprudeln 620 PS und 580 Newtonmeter Drehmoment. Das ist aber eigentlich völlig egal und diese Zahlen sind eigentlich auch nur Schall und Rauch, denn das, worum es bei diesem Auto geht, das ist der Genuss dieses 10-Zylinder-Orchesters und das macht der R8 V10 Performance Spider, um diesen gesamten Namen noch einmal gesagt zu haben, wirklich wie kaum ein anderes Auto zurzeit. Wir gucken uns als erstes mal ein bisschen das Design an, meine persönlichen Highlights. Und das fängt schon bei der Farbe an. Dieser R8 Spider ist lackiert in ARA-Blau Kristalleffekt und hat von Audi das zusätzliche Optikpaket schwarz spendiert bekommen. Deshalb sind nämlich zum Beispiel die Audi-Ringe schwarz und am Heck dann zum Beispiel so Schriftzüge wie R8 auch nochmal in Hochglanzschwarz. Und es sieht einfach unverschämt gut aus in Kombination mit diesem ARA-Blau. Und weil die Frage sowieso sonst in den Kommentaren kommen würde, ich sage euch jetzt einmal den Preis, aber einfach nur, um ihn zu nennen, denn wir müssen jetzt hier auch nicht groß diskutieren, ob das Auto zu teuer ist oder nicht. So wie er hier steht, kostet er fast 233.000 Euro. Unser R8 ist ausgestattet und das finde ich besonders schön mit dem optionalen Matrix-LED-Laserlicht. Und allein schon diese Optik der Lichter, wie weit dieses Auto hier vorne runtergezogen ist, wie wenig Auto hier nur noch über der Straße steht. Und dann diese Tagfahrlichtsignatur, diesen zwei senkrecht stehenden Strichen hier drin. Also wenn diese Front im Rückspiegel auftaucht, da muss man gar nicht schnell für fahren, da muss man von hinten gar nicht angeschossen kommen. Das ist so beeindruckend und gleichzeitig, obwohl es so extrem sportlich aussieht, für mein Empfinden nicht aggressiv, nicht zu sehr drüber. Ich finde, es ist einfach ein unheimlich schöner Kompromiss. Wenn man sich dagegen zum Beispiel mal einen aktuellen Lamborghini Huracan anguckt, also der technische Bruder des R8 mit dem gleichen Motor, das ist mir viel zu viel, das ist mir viel zu sehr drüber. Da gefällt mir das einfach deutlich besser, dass der R8 fast schon zurückhaltend wirkt als Supercar, was er wirklich ist. Es ist ein reinrassiges Supercar mit seinen 620 PS und 580 Newtonmetern. Wir haben dann hier vorne natürlich alles zugepflastert mit Lufteinlässen. Links und rechts extra Kühler. Hier unten geht es natürlich rein. Diese drei angedeuteten Lufteinlässe sind, wie es der Name sagt, angedeutet und nicht echt. Das kann ich aber nachvollziehen, denn wenn man mit dem R8 Tacho 350 fährt, ja, ihr habt euch nicht verhört, dieses Auto läuft tatsächlich Tacho 350, dann möchte man ja auch nicht, dass einem hier die Luft unter den Frunk fährt und die Frunkklappe bei 350 gegen die Windschutzscheibe klatschen lässt. Deshalb kann ich das nachvollziehen, dass die nicht echt sind. Man könnte sich jetzt hier auch noch mehr Carbon ausstatten. Man kann diese Lippe hier aus Carbon machen, man kann Außenspiegel aus Carbon machen, man kann den Heckdiffusor aus Carbon machen. In unserem Fall ist er schlicht und einfach hochglanzschwarz, sieht wahnsinnig edel aus und gefällt mir einfach richtig gut. Auf der Seite, da geht es mir so ein bisschen, versteht mich nicht falsch, das ist ein fantastisch schönes Auto, überhaupt keine Frage. Und besonders, wenn das Dach offen ist, so wie jetzt,
ist der Spider für mich einfach wunderschön. Aber es gibt so eine Stelle, die würde ich mir so ein bisschen anders wünschen. Nämlich dieser Buckel. Das sieht, finde ich, so ein kleines bisschen aus, als ob das Auto irgendwie so einen runden Rücken macht, so ein bisschen. Und das muss ich sagen, finde ich etwas unsexy. Aber hey, man muss auf der anderen Seite auch sagen, hier ist ja auch das Verdeck drin und dann ist da auch noch der fette V10 drunter. Irgendwo muss es halt hin. Immerhin, und das finde ich wirklich schön gelöst, wird hier diese Struktur und diese Designlinie von so Carbonelementen und tatsächlich echten Luftausströmern, wo die warme Luft hinten raus flimmert, was man auch schön im Rückspiegel sieht, weitergeführt. Das sieht schon wirklich verdammt sexy aus. Der absolute Obermega-Wahnsinn wäre es natürlich gewesen, wenn jetzt tatsächlich hier hinten die Auspuffendrohre rauskommen würden. Das wäre natürlich richtig fett. Und dann könnte ich ihm irgendwie auch diesen Katzenbuckel so ein bisschen verzeihen. Aber okay, ne? Das ist halt Meckern auf einem Niveau. Das ist da oben. Da komme ich gar nicht ran. So hoch ist das. Ansonsten muss ich schon ganz ehrlich sagen, guckt euch bitte mal an, wie das Auto auf der Straße liegt. Es ist ja wohl super sexy. Und was ich besonders gut finde, das ist diese Harmonie aus dem Rathausradius und diesen 20 Zoll Alufelgen hier drauf. Montiert sind übrigens Michelin Pilot Sport 4S Sommerreifen. Diese Harmonie aus diesem Radius hier und diesem Radius hier ist für mich einfach perfekt. Und das kann Audi bei seinen RS-Modellen generell wirklich gut. Das ist beim RS7 richtig toll und das ist zum Beispiel auch beim RS6 richtig toll gelungen. Ich hasse es nämlich, wenn so ein Rad zu weit im Radkasten drin steht. Das sieht für mich einfach irgendwie plump aus. Bei den Felgen, da ist mein Geschmack nicht ganz so getroffen. Ich meine, ich finde sie schon schön. Ich würde mir aber welche konfigurieren, die so Einzelspeichen haben. Und das dürften von mir aus dann auch 19 Zöller sein, statt 20 Zöller, so wie hier, damit es so ein bisschen motorsportiger aussieht. Was man diesen Felgen aber wirklich zugute halten muss, wenn das Rad rotiert, dann sehen die so unverschämt gut aus durch diese asymmetrische Form. Das ist schon verdammt schön. Dahinter die im R8 übrigens serienmäßige Carbon-Keramikbremse. Die möchte ich hier auch drin haben, wenn ich von deutlich über 300 hier mal richtig ankern muss. Dahinter dann, dadurch, dass wir, wie vorne schon angesprochen, das Optikpaket schwarz haben, schön der V10-Badge in schwarz. Und ganz ehrlich, ich werde diesen Anblick sehr, sehr stark vermissen. Dieses V10. Alleine, das hört sich richtig dumm an, ne? Aber alleine, dass hinter der Bauartbezeichnung des Motors, nämlich dem V, eine zweistellige Zahl steht, ist irgendwie schon was Besonderes, zumindest für mich. Wie gesagt, das hört sich bekloppt an und ich weiß, es sind nicht alle so bescheuert wie ich, aber ich glaube, viele von euch, die die Videos gucken, sind es. Das ist einfach was Besonderes. Da haben wir hier schöne schwarze Außenspiegel und jetzt, es ist halt auch so krass, ne? Ich hocke hier unten und bin schon mit dem Kopf auf Höhe des Außenspiegels und darf eigentlich gar nicht aufstehen, weil ich dann schon wieder viel zu hoch bin, weil halt diese Türlinie unterhalb meiner Hüfte endet. Das ist so flach und so schnittig. Ich komme gar nicht mehr raus aus dem Schwärmen, aber ich habe euch gewarnt am Anfang des Videos. Das wird ein Genussvideo. Und was ich übrigens auch mega cool finde, ist, dass der R8 die Türgriffe hier unten versteckt, so dass man sie nicht sieht und hier nichts irgendwie störend auffällt. Und hier gleitet dann die Luft nochmal in diese extra Kühler, die sie hier hinter verstecken. Das ist auch tatsächlich alles echt, das ist keine Show. Und dann kann man sich diese Sideblades hier, wenn man das möchte, im Gegensatz zu unseren komplett schwarzen, auch zum Beispiel in Carbon ausstatten. Oder man nimmt den R8, gibt es jetzt nochmal so eine Sonderauflage oder gab es nochmal eine Sonderauflage mit so Keramikelementen. Sieht auch echt mega, mega sexy aus. Ja, und dann sind wir schon am Heck angekommen. Und hier jetzt mal eine Sache, die für mich wirklich eine Besonderheit ist am R8. Guckt euch mal an, hier, wie wenig Auto hier nur noch ist ab der Hinterachse. Wie viel ist das? So, vielleicht, keine Ahnung, 20 cm oder sowas. Und dann diese riesen Felge, die sich hinten im Rathaus dreht. Das Auto schreit einfach in jeder Proportion. Ich bin ein Supersportwagen und sieht halt wirklich, für mich zumindest, an allen Stellen irgendwie besonders aus und besonders schön. Leute, und dann das Heck. Mein Gott, dieses Heck, wie flach und breit der sich hier einfach mit seinem Hintern auf die Straße setzt. Boah, das ist schon
Also das ist schon geil, ganz ehrlich, fällt mir auch irgendwie wenig anderes zu ein. Das ist so sexy gemacht und die Proportionen, besonders am Heck eines R8, egal ob Cabrio oder Coupé, sind mit so viel Bedacht gewählt für mich. Das sieht einfach verdammt gut aus. Das fängt mit diesen extrem flachen, aber super breiten Rücklichtern an, die natürlich dynamisch blinken, über diesen unverschämt, wirklich unverschämt, fetten Diffusor, der natürlich echt ist. Wir haben hier einen voll verkleideten Unterboden. Dieser Diffusor sorgt dafür, dass sich das Auto bei gewissen Geschwindigkeiten richtig auf die Straße saugt und das macht es auch wirklich sehr, sehr gut. Und dann, na klar, sie hauen einem ja quasi direkt so mit der flachen Hand ins Gesicht, links und rechts, diese riesigen Auspuffendrohre. Das sind Blenden, ja, aber direkt dahinter, ja, direkt hier, zack, ist direkt der Auspuff. Und ich finde es halt auch so schön, dass da nicht einfach nur so eine ovale Blende ist, sondern dass in der ovalen Blende halt nochmal so eine Ellipse eingearbeitet ist. Das sieht fast so ein bisschen aus wie Designeinflüsse eines Kampfjet-Nachbrenners oder sowas. Diese Mechanik, wenn der Nachbrenner hinten so zufährt und dann der Triebwerksstrahl da hinten rausfährt, daran erinnert mich das. Oder keine Ahnung, huch, oder vielleicht irgendwie so an Kanonenrohre oder sowas. Obwohl, nee, Kampfjet, ja, so Düsentriebwerk. Und die sind halt wirklich gigantisch groß und das ist irgendwie so schön nochmal, solange sowas noch in irgendeiner Form gesellschaftlich vertretbar ist, nochmal gefahren zu sein und sowas nochmal zu sehen. Und ihr merkt es schon, ich kann mich daran einfach echt überhaupt nicht satt sehen. Und dann steht hier hinten nochmal auch schön in Hochglanzschwarz R8 mit der roten Raute. Und dann kommt noch eine Besonderheit, die hat dann nur das Cabrio, das Coupé hat sie nicht. Und zwar ist das hier oben dieser Heckbürzel, diese Abrisskante, die hier wirklich prominent ausgeformt ist. Und da muss ich dann ganz ehrlich wieder sagen, kommt mal hier ran zu mir und gönnt euch mal hier diesen Blick von der Kante dieses Carbon-Spoilers in Richtung des Verdecks. Da kommt das dann nämlich irgendwie schon wieder ziemlich cool, wie diese Designlinie hier runterfällt. Und du hast das Gefühl, wenn du das Design siehst, du siehst richtig, wie die Luft hier lang strömt und dann hier so zack wieder hochgeht und den ganzen Arsch nach unten drückt. Das finde ich dann schon wieder sehr, sehr sexy. Es gibt aber jetzt doch noch eine Sache hier hinten, die finde ich etwas schade. Aber die ist einfach konstruktionsbedingt beim Cabrio bzw. beim Spider nicht anders machbar. Beim Coupé ist hier hinten so eine schöne Glasfläche und man kann das ganze Heck aufmachen. Beim Spider, ich zeige euch das einfach einmal ganz kurz, das sieht fast aus, als würde man bei einem 911er hinten was aufmachen. Sieht aus, als würde man in so eine Grafikkarte reinschauen. Da ist dann halt nur der Deckel, um das Öl nachzufüllen. Und ansonsten ist leider gar nichts zu sehen von diesem wunderschönen V10. So, ich würde sagen, jetzt setzen wir uns aber endlich da rein und dann genießen wir ein bisschen. Na dann wollen wir doch mal zur Tat schreiten. Ich habe das Verdeck jetzt noch zu, keine Angst, das machen wir schon noch auf. Ich habe aber hinten extra die Scheibe offen. Ich finde, das ist ein sehr cooler Kniff hier beim R8 Spider, den natürlich nur der Spider, also das Cabrio, kann. Das Coupé kann das nicht. Ich kann hier so eine Extrascheibe runterlassen oder eben auch zumachen und habe dann einfach den besseren Klang von da hinten. Erste Amtshandlung, mal den V10 zum Leben erwecken. Klingt sehr schön. Nicht zu laut, nicht zu übertrieben, bellt einmal so kurz los und sagt dir direkt unmissverständlich, hey, das hier ist ein Sportwagen. Ich gehe jetzt für euch mal in den Performance-Modus und wir hören mal ein bisschen rein. Hinter uns ist eine schöne Wand, wo sich das noch reflektiert. Ah, es könnte noch schöner sein, wenn Audi hier nicht bei 3.500 Umdrehungen einen Softlimiter eingebaut hätte, denn mehr als das hier kommt nicht im Stand. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Wir machen den Performance-Modus jetzt mal wieder aus, sind im Fahrmodus Auto und die Auspuffklappen sind offen. Und hier unterscheidet sich der Spider jetzt ganz massiv vom Coupé, denn
Das Coupé hat den vierten Satelliten hier unten am Lenkrad nicht mehr, diesen Auspuffklappenknopf. Den gibt es aber noch im Spider. Ich habe meinen Augen selbst kaum getraut, als ich das Auto übernommen habe. Und damit kann ich Fahrmodus unabhängig den Auspuffsound zwischen Standard und Sport umschalten. Man muss ansonsten schon ganz ehrlich sagen, der Innenraum von so einem R8, das ist wirklich toll gemacht. Alles, was ich anfasse, alles, was ich angucke, ist beledert oder aus Carbon. Es gibt nichts, was sich irgendwie minderwertig anfühlt. Selbst hier in der Mitte der Kardantunnel, der ist auch nochmal richtig gepolstert und beledert. Das ist alles sehr hochwertig und hier habe ich echt das Gefühl, ich bekomme das geboten, was ich auch erwarte, für 234.000 Euro. Aber ich hatte ja am Anfang des Videos gesagt, der Preis, das ist bei dem Auto eh nur eine Zahl. Wer sich überlegt, einen R8 Spider zu kaufen, der hat das nötige Kleingeld in der Regel dazu. Mal abgesehen von der Materialqualität, wenn ich mich hier so umgucke, ist auch die Sitzqualität und der Sitzkomfort sehr, sehr hoch. Ich habe nur ein Problem hier im R8 Spider und zwar meine Körpergröße. Ich bin für das Auto so ein Ticken zu groß. Ich würde viel besser sitzen, wenn ich so 3-4 cm kleiner wäre. Ich bin 1,84 Meter groß und ich muss sagen, im Coupé sitze ich viel besser. Ich habe permanent das Bedürfnis, hier im Spider den Sitz noch ein kleines Stück weiter nach unten zu versenken, denn ich stoße halt zum Beispiel mit meiner Frisur schon so gerade eben so am Dachhimmel an und ich habe mir den Sitz jetzt schon so eingestellt, dass er so einen Kompromiss bildet aus: Ich sitze ziemlich weit vorne und habe deshalb einen sehr starken Kniewinkel, kann aber dafür die Rückenlehne noch ein Stück weiter nach hinten neigen, damit ich einfach ein bisschen mehr Kopffreiheit gewinne. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, denn sonst, so alles in allem, ist für mein Empfinden der R8 und auch der Spider und vor allem der Spider nicht unbedingt so ein reinrassiger Supersportwagen, sondern vielmehr ein wirklich toller, unglaublich schneller Grand Turismo, der für mich einen fantastischen Kompromiss schafft aus extremer Schnelligkeit, extremer Wendigkeit und wirklich einem tollen Reisekomfort. Aber Reisekomfort und Gran Turismo hin oder her, ich wechsle jetzt für euch auf den Dynamic-Modus. Das 7-Gang DSG schaltet in S, in S4. Ich lasse die Scheibe einfach mal offen, damit wir genießen können und wir machen das, wofür dieser V10 gebaut wurde, nämlich durchladen auf der Autobahn. Festhalten und anschnallen. Wirklich, wenn du so auf so einer Autobahnauffahrt richtig durchlädst und du dann kurz vom Gas gehen musst, klar ist halt Verkehr, aber da halt schon eine 220 auf der Uhr steht, dann merkst du, so ein R8 ist wirklich ein verdammt schnelles Auto. Und sorry Leute, aber tagsüber werden wir es nicht im Ansatz schaffen, dieses Auto jetzt zusammen auszufahren. Deshalb eine Empfehlung meinerseits, wenn ihr wirklich hier mal absolut top, top, top Speed von diesem Auto sehen wollt, dann guckt euch das POV-Video dazu an. Auch wenn man gar nicht so viel sieht, weil ich es extra für euch in der Nacht gedreht habe, damit die Bahn komplett frei ist. Dort können wir zusammen mal ganz, ganz deutlich über 300 km/h fahren. Da war absolut kein Verkehr, bis zum Horizont die Autobahn frei und ich habe den R8 mal richtig durchgeladen. Guckt euch das gerne an, ist auch hier auf dem Kanal. Könnt ihr nach dem Video mal genießen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, viel schöner als dieses reine gewalttätige Durchladen auf der Autobahn, um schnell geradeaus zu fahren, finde ich es mit dem R8 durch die Kurven zu fahren und auch mal hinten in das Triebwerk reinzuhören. Und deshalb fahren wir jetzt mal zusammen runter von der Autobahn und ich zeige euch einfach eben, was ich meine. Denn dann bei weniger Geschwindigkeit und mehr Drehzahl lässt sich dieser V10 einfach viel besser genießen. Ich schalte dafür als erstes mal in den Performance-Modus. Den kann ich mir übrigens konfigurieren in verschiedenen Stufen. In Snow, fragt mich bitte nicht, wer auf die Idee gekommen ist, Wet und Dry. Aber Vorsicht, wenn ihr auf diese Checkered-Flag draufdrückt, dann ist auch das ESP nicht aus, aber auf einem sehr sportlichen Modus, was schon ziemlich viel Slide zulässt. Und vor allem geht das Getriebe dann sofort in die manuelle Gasse und alle Klappen sind auf und der V10 kann frei ausatmen. Und wenn man dann mal das Drehzahlband so abfährt, gestartet bei 2000 Umdrehungen und einfach mal ganz sanft hochdreht in der manuellen Gasse. Das sind drei. Da wird der Motor schon prägnanter, der Sound. Man merkt schon, aha, jetzt so langsam geht's los.
4 und dann 5. Und dann merkst du halt so richtig, weil das eben noch ein Saugbenziner ist, dass der Motor mit steigender Drehzahl immer mehr und mehr und mehr Leistung entwickelt. Und dadurch ist es im R8 einfach so belohnend, einfach mal so ein, zwei Gänge runterzuschalten mit diesem unfassbar gut schaltenden Getriebe. Achtung, 4., 3., 2., 1. Boah, wie der die Gänge reinflutschen lässt. Wirklich, bap, 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 bap. In dem Moment, wo du hier an der Schaltwippe ziehst, wo die Schaltwippe ihren Weg zurückgelegt hat und im Anschlag einrastet, hast du das Gefühl, ist der Gang schon drin. Das ist einfach unbeschreiblich, wie schnell das schaltet. Aber gleichzeitig, und das finde ich an dieser Stelle ehrlich gesagt ein bisschen schade, auch ein wenig emotionslos. Denn die Gangwechsel sind zwar saumäßig schnell und damit ist das Auto einfach extrem schnell in der Beschleunigung, aber es fehlt halt so ein bisschen die Emotion. Es ist völlig wegoptimiert worden, dieses Supersportwagen-typische, dass du halt so anfängst zu nicken. Das passiert dir am R8 einfach nicht, gar nicht. Weder beim Manuellschalten noch beim Getriebe in der Stellung S. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Da könnte das Auto von mir aus ruhig ein, zwei Zehntel langsamer sein, aber dafür eben ein bisschen emotionsgeladener. Das Gute ist aber, wenn einem das Getriebe nicht emotional genug schaltet, da hat natürlich der Spider, wie es der Name schon sagt, noch ein Ass im Ärmel. Es gibt hier so ein Knöpfchen, wenn ich das gedrückt halte, klar, dann wird der Spider halt zum Spider und dann geht's oben ohne weiter. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt. Zack, mit einem kleinen Piepton bestätigt das Verdeck, dass es offen ist. Das geht übrigens bis 50 km/h und ihr habt es gerade gesehen, auch relativ zügig, angenehm, also so, dass man das auch mal an der Ampel irgendwo machen kann oder wie wir gerade beim Wenden. Und wenn einen dann im Fahrmodus Performance mit offenen Klappen und manuellem Getriebe dieses gelbe Ortsausgangsschild anlächelt und man weiß, dass jetzt gleich 2 Kilometer Asphaltgeschlängel warten, dann geht es zumindest mir so, dass ich das Lächeln gar nicht mehr rausbekomme aus dem Gesicht. Und dann wird es richtig emotional, spätestens jetzt bei 5000 Touren. Junge, und dann kannst du den R8 auf so eine Kurve zubremsen und kannst da in so einem ganz leichten Slide an der Haftgrenze der Reifen auf so eine Kurve zufahren und dann kurz vor dem Scheitelpunkt von der Bremse runtergehen und dann snappt der R8 wirklich wie so ein Klappmesser in die Kurve rein, in die Richtung, die du vorher angepeilt hast. Und es ist unfassbar beeindruckend, wenn so ein 620 PS Supercar auf allen 4 Rädern hier auf der Suche nach Traktion ist. Boah. Und dieser Allradantrieb, ganz ehrlich, das hat Audi so, so gut hinbekommen. Boah, ist das Wahnsinn! So gut hinbekommen. Obwohl die vordere Achse angetrieben ist, habe ich hier in der Lenkung kaum Krafteinflüsse. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mir permanent das Lenkrad wieder gerade ziehen will. Die Rückstellkräfte sind relativ gering und gerade wenn du so unter Last durch so eine Kurve durchgehst und der Allradantrieb, der doch eher hinterradlastig ausgelegt ist, das Auto vorne so ein ganz bisschen anhebt, dann kannst du da durchzirkeln durch die Kurven, dass es echt alles zu spät ist. Und da legt der R8 diesen vorher angesprochenen GT-Charakter fast schon wieder ab und sagt dir die ganze Zeit, komm, fahr schneller, gib's mir. Ich hab noch ein bisschen Traktion, ich hab doch eh alle 4 Räder angetrieben. Ich zieh dich nach der Kurve einfach wieder gerade, trau dich, pack den rechten Fuß aufs Pedal und alles wird gut. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da hat Audi was geschafft, was in der Fahrzeugklasse eigentlich untypisch ist, nämlich das Fahrzeuggewicht zu verstecken. Warum ist das untypisch? Naja, ein richtiger Supersportwagen, der ist ja an sich eigentlich nicht so schwer. Aber der R8 wiegt 1770 Kilo. Und das ist schon wirklich eine Ansage, aber das spürst du nicht in dem Auto. Der R8 fühlt sich an, als ob er locker mal 200-300 Kilo leichter wäre. Und das macht einen unglaublichen Spaß und versprüht eine unfassbare zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Unglaubliche Präzision. Und durch den tiefen Schwerpunkt und die Breite des Autos liegt er dabei halt auch noch sowas von satt und präzise auf der Straße. Boah. Und dann ohne Dach die Soundkulisse.
das krass, wirklich. Boah, diese Schaltzeiten und dieses Bellen, wenn du da wirklich im richtigen Moment an der Schaltwippe zupfst. Boah, es tut mir leid, dass ich jetzt hier gerade so eskaliere, aber bin ich froh, dass ich dieses 10-Zylinder-Konzert jetzt noch mal erleben durfte, bevor es abgeschafft wird. Ein Wahnsinn. Ich würde sagen, wir beruhigen uns wieder mal ein bisschen. Ich gehe vom Modus Performance wieder mal in den Automatikmodus, setze das Getriebe wieder in den Fahrmodus D, lasse aber die Klappen auf Sport. So viel Spaß muss sein. Und wollte noch ganz kurz eine Sache sagen, die R8, die der R8 in meinen Augen auch wirklich toll macht. Denn obwohl man hier 620 PS und 580 Newtonmeter zur Verfügung hat und eine Soundorgie, die wirklich zum Niederknien ist, ist das kein Auto, was mich permanent dazu verleitet zu rasen. Und da zeigt sich für mich auch wieder der GT-Charakter, gerade so im Ort. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, hier ganz entspannt. Hoffentlich seht ihr mich noch, es ist super hell. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, hier ganz entspannt, ich mach mal so, durch den Ort zu cruisen. Der R8 verlangt mir nicht permanent ab, schnell oder gar zu schnell zu fahren. Und ich muss sagen, das ist eine Charaktereigenschaft, die schätze ich wirklich sehr an diesem Auto. Es ist auch einfach schön, das Ding am Wochenende mal aus der Garage zu holen und eine entspannte Runde über die Landstraße zu fahren. So. Und bevor ich jetzt hier gleich schmelze und komplett verbrenne und ihr eh nichts mehr seht, allerletzter Punkt, ich wollte es nur einmal angesprochen haben, denn wichtig ist es eigentlich nicht in so einem Auto, und zwar der Verbrauch. Ihr könnt damit rechnen, wenn ihr alles zusammennehmt, Autobahn, Landstraße, Spaß haben, von A nach B kommen, cruisen, ich denke mal so 14,5, 15 Liter, das ist ein guter Richtwert. So, wisst ihr das jetzt auch? Ich nehme die Hand wieder weg, gehe wieder in den Performance-Modus, lade hier nochmal durch auf der Landstraße. Und wir sehen uns beim Sonnenuntergang wieder zum Fazit. Bis gleich. Eins habe ich noch vergessen. Die Tunneldurchfahrt. Hier ist er. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genauso genossen, wie ich dieses Auto genossen habe. Und an dieser Stelle mal wieder ein richtig fettes, fettes Danke. Nicht nur an Audi für das Auto, sondern vor allem auch an euch. Denn nur, weil ihr so viele seid inzwischen, die diese Videos hier gucken, dürfen Alex und ich uns auch ab und zu mal so einen Kindheitstraum erfüllen wie so ein R8 Cabrio. Und ich bin so froh, dass ich so etwas noch erleben durfte, denn das war die letzte Generation V10 Sauger aus dem Hause Audi. Kann man sich schon mal eine kleine Träne rausdrücken. Ich finde es super schade, denn dieser 10-Zylinder passt zu diesem Auto wirklich, wie man so schön sagt, wie Arsch auf Eimer. Ich meine, beim Nachfolger, und es wird einen Nachfolger geben, so viel wurde mir gesagt, müssen wir uns leistungsmäßig sicherlich gar keine Gedanken machen. Aber ob Audi das dann soundtechnisch genauso emotional hinbekommt wie bei dem hier, ich lasse mich sehr gerne überraschen und freue mich da auf die Zukunft. Wenn ihr in Zukunft keine Videos verpassen wollt, dann tut mir doch einen Gefallen, abonniert diesen Kanal. Und wenn ihr Lust habt, drückt auch auf die kleine Glocke, dann verpasst ihr das nächste Video nicht. Und ich fände es richtig stark, wenn ihr auch mal bei Instagram oder Facebook oder bei TikTok mal vorbeischaut. Da könnt ihr überall Asphaltart abonnieren und kriegt dann so ein bisschen Behind-the-Scenes-Zeug mit und wisst schon, was zu den Autos, bevor die Autos bei YouTube online sind. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!